Wir sind heute am Aggerstrand in Ründeroth und während die meisten Leute hier das gute Wetter genießen, allerdings in Jacke und langer Kleidung, kann es Anita Horn überhaupt nicht kalt genug sein, denn die wird uns heute ihr durchaus frierendes Hobby zeigen. Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen raus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Hallo. Hi. Ja, es ist ein schönes, herzerwärmendes Hobby. Ich gehe Winterbaden, Eisbaden. Je nach Temperatur unterscheiden sich da die Begrifflichkeiten. Und ich gehe hier alle paar Tage, wenn es klappt sogar jeden Tag, in der Agger ein bisschen planschen in Badeanzug und freue mich, dass es jetzt Winter wird. Worauf muss man dabei achten beim Winterbaden bzw. Eisbaden? Was sind so wichtige Sachen? Das wird ja nicht jeder einfach mal so, ich gehe jetzt mal ins Wasser machen können. Richtig. Du solltest nicht alleine ins Wasser gehen. Es ist gut, dass wir jetzt zu zweit sind. Hier ist jetzt der Vorteil, das ist Stehgewässer. Das heißt, ich kann nicht untergehen. Ich kann einfach überall mit den Füßen stehen. Das ist wichtig. Wenn ich wirklich schwimmen gehe, habe ich eine Boje dabei. Du solltest das Gewässer kennen, zumindest vorher mit jemandem erkundet haben. Und du solltest langsam, aber stetig hineingehen und vorher wirklich mental dich auch darauf vorbereiten. Es ist natürlich ein Kälteschock erst einmal für den Körper, aber unser Körper kann sowas. Und das ist das Schöne. Man kann das trainieren. Es hat einen super Effekt. Man fühlt sich danach besser. Und es gibt auch ein paar Studien, die darauf hinweisen, dass es gesund sein kann. Es ist noch ein bisschen vage in der Studienlage, aber medizinisch gesehen könnte es durchaus sein, dass es wirklich Vorteile hat. Gut. Für mich wird es heute das erste Mal. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Die Uhr liegt schon im Wasser. Wir gucken da jetzt gleich mal drauf, was die so an Gradzahl im Wasser anzeigt und dann können wir loslegen. 8,1 Grad und das hier, wo es noch so flach ist, das heißt, da vorne, wo das Wasser so ein bisschen fließt, da dürfte es noch ein bisschen kälter sein. Vielleicht schaffen wir heute die 7. Das ist cool. Was Anita Horn als cool bezeichnet, ist für mich als Winterbaden-Neuling eine völlig neue Erfahrung. Es ist sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Also wichtig ist, dass du dich entspannst, dass du locker atmest, dass du die Schultern nicht hochziehst. Genieße die Kälte. Mach dein Tempo, keine Eile. Mach dir ein bisschen die Arme nass, wenn du willst. Da entsteht jetzt so eine richtige Isolierschicht auf deiner Haut. Oh, das ist keine Isolierschicht, das sind Nadeln. So, und jetzt versuch mal einzuatmen. Versuch mal einzuatmen und geh jetzt wirklich in eins, einfach tief. Und du musst auch gar nicht lange hier drin bleiben. Fürs erste Mal reichen 30 Sekunden. Einmal noch einen tiefen Atemzug noch und dann geh langsam wieder raus. Och, hier wird's aber gerade warm. Das ist die Isolierschicht, wie versprochen. Während ich mich nun wieder in die warme Novembersonne am Ufer flüchte, geht es für Anita Horn erst richtig los. Für jede Gradzahl bleibt sie mindestens eine Minute in der Agger und zieht ihre Bahnen. Nichts für Warmdusche. Ja, Tatsache. Also Warmduschen ist schön, aber Kaltduschen kann auch schön sein. Man muss es nur wollen. Und es ist natürlich so die schnelle Alternative im Alltag. Nicht jeder hat jetzt die Agger vor der Haustür. Kaltduschen ist toll, man kann das so trainieren. Und wir sind halt einfach total verwöhnt, finde ich. Wir haben warme Duschen, wir haben Heizung, wir haben vielleicht sogar eine Sitzheizung im Auto und natürlich warme Klamotten. Und der Körper wird gar nicht mehr richtig herausgefordert. Aber ich finde, als Sportlerin sieht man das vielleicht auch ganz, ganz einfach so, dass wir das tun können und auch sollten. Der Körper ist dafür da, dass er herausgefordert wird. Und das bringt dann einen Trainingseffekt. Also ich war jetzt 10 Minuten im Wasser und noch friere ich nicht. Gleich irgendwann kommt mein Muskelzittern, weil ich mich jetzt halt noch nicht aus den nassen Sachen rausgeschält habe. Aber das ist gut. Die Muskulatur arbeitet, der Körper arbeitet und ist toll. Dass es nicht immer die Agger sein muss, zeigt uns Anita Horn einige Tage später bei sich zu Hause, wo sie im Garten ihre private Eisbadewanne hat. Hier erzählt sie mir auch, wie sie zum Eisbaden gekommen ist. Ich war 2016 auf Island und da hat mich jemand eingeladen, zum Eisbaden mitzukommen. Und ich dachte, ja klar, machst du mal mit. Der gute Mann ist dann in Badehöschen bei 11 Grad Wassertemperatur eine Dreiviertelstunde im Fjord schwimmen gegangen. Und ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um überhaupt mal unterzutauchen. Und das hat mich gefuchst, jahrelang. Und irgendwann habe ich gedacht, ich versuche das wieder.
Und als wegen Corona unsere Schwimmbäder geschlossen waren, habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach im Winter weiter im See schwimmen. Und so habe ich am 01.01.2020 dann tatsächlich angefangen mit dem Eisbaden. Im kommenden Frühjahr will sie den erschreckenden WHO-Zahlen, dass die Deutschen zu den weltweiten Bewegungsmuffeln zählen, mit einem Athletic-Wintertraining entgegenwirken. Ich finde, dass die Menschen wieder raus aus ihrer Komfortzone müssen, sich mehr bewegen sollten und zum krönenden Abschluss vielleicht auch gerne ein kleines Eisbad nehmen. Deswegen biete ich im neuen Jahr, im ersten Quartal, 5 Athletikkurse Outdoor an, also schön an der frischen Luft, am Aggerstrand. Und da will ich mich gemeinsam mit den Leuten bewegen, ein bisschen funktionale Übungen, Körpergewichtsübungen machen. Und wer dann mag, der kann am Ende gerne mit in den Fluss kommen, ins Wasser, ob jetzt nur mit den Zehenspitzen oder komplett, ob kurz oder lang. Das bleibt dann allen die Entscheidung. Und es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Es ist gut fürs Immunsystem und es ist halt einfach cool, sowas mental auch zu schaffen.